Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach der Partie gegen Borussia Dortmund. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Trainer, Lucien Favre aus Dortmund und Bruno Labbadia. Dem Gast gehört zunächst das erste Wort. Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Guten Abend. Ja, 6 Uhr. Ja, es war ein sehr faires Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Wolfsburg war sehr gut in der ersten Halbzeit. Wir waren auch okay, gut, aber es war schwer. Sie waren sehr, sehr gut organisiert. Die Lücke zu finden war sehr, sehr schwer. Und wir haben probiert, Torchancen uns zu kreieren. Wir machen die 1-0 und es war sehr, sehr wichtig. Und ich muss sagen, die zweite Halbzeit waren wir besser. Vor allem die ersten 30 Minuten, wo wir das Spiel dominiert haben, viel Ballbesitz. Hier sollten wir die 2-0 machen. Wir haben das nicht geschafft und nachher, du weißt nicht, was passiert manchmal. Die konnten vielleicht ein 1-1 machen und so weiter. Es war immer Gefahr. Gefahr ist geblieben bis Schluss. So. Vielen Dank, Bruno. Dann darf ich dich um deine Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, wir haben eigentlich in unserer besten Phase haben wir das 1-0 kassiert, was total ärgerlich war. Weil, aber wenn man die Entstehung des Tores sieht, sehr viel Glück und auf der Seite von Dortmund sehr viel Pech für uns. Dann aber auch kein konsequentes Handeln. Und das war wirklich in der Phase, wo wir eigentlich so das Spiel noch besser in den Griff bekommen haben, indem wir eigentlich das, was wir vorhatten, auch Dortmund über Ballbesitz ein bisschen laufen lassen, um die Räume zu bekommen. Und das sah eigentlich in dem Moment gut aus. Und deswegen hat uns das natürlich auch ein Stück getroffen. Zweite Halbzeit war es ein Stück zerfahren, weil wir zu viele einfache Ballverluste gehabt haben. Deswegen konnten wir auch nicht diese komplette Kontrolle wieder reinbekommen. Haben dann auch über das ganze Spiel, muss man sagen, wenn wir durch waren, einfach die Flanken nicht so reinbekommen, wie wir sie hätten reinspielen müssen. Alles in allem für uns sehr, sehr schade, dass wir nicht mindestens einen Punkt mitgenommen haben. Ich glaube, die Mannschaft hat einen großen Aufwand betrieben. Vor allem läuferisch, auch von der Ordnung her sehr, sehr viel geholfen, gut die Räume zugemacht, wie Lucien es auch sagt, das ist schwierig gegen Dortmund, die einfach wirklich ein sehr, sehr gutes Passspiel haben und einfach sehr viele Einzelkönner, haben wir relativ wenig zugelassen. Auch im Umschaltspiel war eine hohe Bereitschaft da. Also deswegen, wie gesagt, sind wir heute, glaube ich, auch schon ein Stück enttäuscht, dass wir da nicht mindestens den Punkt mitgenommen haben. Vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, bitte ich wie gewohnt um ein kurzes Handzeichen. Stefan Hox, Radio 21. Herr Labbadia, wir waren ja nach dem Bayern-Spiel bei dieser Mutdiskussion. Nun reden wir ja von Borussia Dortmund und natürlich von den Bayern damals auch, von absoluten Top-Mannschaften. Ist der Preis in diesen Spielen, dass dadurch, dass sich die Stürmer halt auch so ein bisschen mit aufreiben müssen, defensiv gegen einen starken Gegner, dass es eben nicht so die ganz zwingenden Chancen vorne vom gegnerischen Tor gibt? Ja, das lag aber weniger daran, dass sie mitarbeiten müssen. Das müssen alle, das machen. Das ist die Stärke zum Beispiel von Borussia Dortmund. Bei Dortmund spricht alles nur von der Offensive und welche Tore sie machen. Aber der Schlüssel ist, dass die gesamte Mannschaft mitarbeitet und teilweise 30 Meter vor dem Tor steht, vor dem eigenen Tor und alle zusammen verteidigen. Und das muss jede Mannschaft, wenn sie Erfolg haben möchte. Und das machen unsere. Der entscheidende Punkt ist einfach, dass wir, wenn wir außen durch waren, und das waren wir in der ersten Halbzeit zuhauf, ja, wo wir im 16er sogar durch waren, dass wir den Ball nicht zum Mann gebracht haben und teilweise auch die Flanke nicht früh genug reingebracht haben. Das ist natürlich für den Stürmer dann auch sehr ärgerlich, wenn der Ball dann nochmal angehalten wird und dann nicht direkt reingeflankt wird. Und da hatten wir wirklich sehr, sehr viele Aktionen. Also von dem her, glaube ich, lag es mehr an dem letzten Pass und an der Sauberkeit, als dass sie sich total aufgerieben haben, was sie aber auch gut gemacht haben, muss man sagen. Hier vorne in der ersten Reihe, bitte. Herr Favre, die Fans singen immer lauter von der Meisterschaft und freuen sich auf das Spiel am nächsten Samstag. Sie haben jetzt seit 15 Pflichtspielen nicht verloren. Wie gehen Sie selber mit diesem Erfolg um und wie moderieren Sie das gegenüber der Mannschaft? Bis jetzt alle Spiele, nur ein war circa leicht. Es war gegen Nürnberg, sonst alle Spiele. Es war so.
Und wir haben gegen Augsburg 4-3 am Ende gewonnen. Im Pokal, es war schwer. Das meint, es gibt noch viel zu tun. Und wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel. Das nächste Spiel für uns ist Atletico Madrid, schon Dienstag. Wir reisen schon dort am Montag. Und nur auf Spiel für Spiel einfach. Andreas Pallmann von der Wolfsburg Allgemein. Aber die hat gerade ein bisschen Aufregung um die Szene, wo Marcel Tisserand kurz vor Schluss die Chance hat, vermeintlich kurz gehalten wird, gezupft wird am Trikot. Wir haben Wies gesehen, ihr Co-Trainer hat sich ein bisschen aufgeregt, als er den Platz verließ. Wie haben Sie die Szene beurteilen können? Ja, ist verständlich. Wenn jeder, der Fußball gespielt hat und beim Laufen oder besser gesagt beim Sprung kurz gestoßen wird und da eigentlich das Trikot gezogen wird und man sieht es ja, hast du keine Chance mehr weiterzulaufen, geschweige denn weiter zu springen. Und das ist in dem Moment passiert und deswegen war es ein ganz klarer Elfmeter, weil einfach da eine klare Torchance verhindert wurde. In der zweiten Reihe bitte. Lucien, ich weiß, dass Sie nicht viel auf Statistiken geben. Die Zahl 15 Spiele wurde gerade schon angesprochen. Das ist die beste Serie, die ein BVB-Trainer jemals zum Start hatte. Was sagen Sie denn dazu? Kein Trainer vor Ihnen ist 15 Spiele ohne Niederlage geblieben. Ich wusste nicht darüber. Ich bin natürlich zufrieden. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns weiterentwickeln. Das ist das Wichtigste. Wir haben viele Spieler, die haben fast alle, ja, alle können sich verbessern, aber verbessern, das ist mein so, jede Woche, jede Monat, es war, wenn ich mehr machen und so, weil sie haben das Potenzial, sich zu verbessern, das ist das Wichtigste. Und wir haben noch ein paar Sachen zu verbessern, auch taktisch, Technik und so weiter. Das ist das Wichtigste, uns auf das nächste Training zu konzentrieren. Das ist das Wichtigste, ob wir nicht viel Zeit haben, uns zu trainieren. Andreas Pallmann und dann bitte noch mal hier vorne in der ersten Reihe. Aber der John Yeboah kam heute zu seinen ersten Bundesliga-Minuten. Er ist jetzt eine Weile bei Ihnen noch im Training gewesen, hat in Düsseldorf dann den Kaderplatz zum ersten Mal gehabt. Wie läuft denn bei ihm sozusagen so die Anpassung an das, was Bundesliga von U19 unterscheidet? Ja. Ja, wir haben jetzt in der Phase auch noch nicht so viel Training gehabt durch die englische Woche. Und aber was man ja vorher gesehen hat, also wir haben ja die Eindrücke aus den Spielen heraus, dann klar die kurzen Eindrücke aus dem Training. Und wir haben ihn heute gebracht, weil wir das Gefühl gehabt haben, dass wir nochmal jemanden brauchen, der im 1 gegen 1 was auflösen kann. Wir haben auch in der Phase leider zu viele Ballverluste gehabt und haben ihn nicht so frei gespielt, wie ich es mir gerne erhofft hätte, weil er wirklich im 1 gegen 1 sehr, sehr gut ist. Und ja, das ist der Grund, warum wir ihn gebracht haben. Und wir werden mit ihm arbeiten. Er hat definitiv ein Potenzial. Wie weit es gehen wird, wird an ihm liegen. Aber er hat das Potenzial und mit dem werden wir da deswegen auch arbeiten. Herr Favre, ich habe auch eine Frage zu einem Spieler. Dann Axel Sagadou hat heute wieder in der Innenverteidigung gespielt. Am Ende stand die 0. Wie bewerten Sie seine Leistung und wie sehen Sie auch seine Entwicklung vielleicht in den vergangenen Wochen? Fantastische Entwicklung. Er hat seit letzte 8 Spiele gemacht, glaube ich. Und immer 90 Minuten. Er hat das erste Mal mit Verlängerung in seiner Karriere gespielt gegen Union Berlin. Und man sieht auch am Ende, er ist nur 18, ne? 18,5, glaube ich. Er ist nochmal, aber er hat gut gespielt, er war ausgezeichnet, er antizipiert das Spiel, ein super Pass im Aufbau, muss sich einfach weiter verbessern, Schritt für Schritt und dann nur an seine Training konzentrieren und so, nicht an andere Sachen denken und wird sehr, ein sehr, sehr guter Spieler in die Zukunft sein, er ist schon sehr, sehr gut, er muss natürlich aufpassen mit diese Spiele, 7 Spiele in 3 Wochen müssen wir aufpassen. Verletzungsgefahr ist da. Dann scheint bis hierhin alles beantwortet zu sein. Bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und unseren Gästen eine gute Rückreise nach Dortmund. Dankeschön.